Herzlich willkommen bei Fallout New Vegas, liebe Freunde, hier das Ödland Let's Play. Ich muss mich erstmal kurz einrichten. Ja. Wir sind in einer neuen Aufnahmesession und wir müssen hier ein paar Dinge fotografieren. Und jetzt weiß ich gerade gar nicht, wir wollen zum Sunset Sarsaparilla Hauptquartier und das fotografieren. Sarsaparilla. Genau, und richtig, wir Sarsaparillan jetzt hier die dort weg. Genau, wir Sarsaparillan die alle um mit unserer Shotgun. Mit unserer Schrotflinte, nein, das habe ich gesucht. Es sind hier alles Legion-Fuzzis, ne? Und es ist so leise. Die haben das gar nicht gemerkt, dass die eine umgefallen ist. Jetzt haben sie es gemerkt. Mann! Hast du Sharon seit neuestem Mal gesehen? Nein. Was machst denn du, Boon? Ach, das Boon. Ist ein Unhold. Ja, gut, die sehen sich auch. Das wollte ich machen. Die sehen sich aber auf der Entfernung verdammt ähnlich, finde ich. Ja, das stimmt. Na, weil die alle so ein bisschen abgespaced-freakig aussehen. Hier, das scheint das Sunset Sarsaparilla Hauptquartier zu sein. Wir sprechen es falsch Sarsaparilla. Aus. Sarsaparilla. Ist mir egal, bei mir ist es Sunset Sarsaparilla. Nein, Robert, das ist falsch. Deine Mutti ist falsch. Ja, ich werde sie ausrichten. Ja, also. ja, loot man die mal fix. Oh, der dort hat ein Plasmagewehr. Das ist ja auch so sinnvoll für uns. Nimm das Medics mit, wir brauchen Drogen. Jo, ja, aber untypisch für Unholde, sagen wir, dass die so ein gutes Gewehr mit haben. Ja. Blutwurst. Ja, Mikrofunktionszellen. Ich hab schon wieder Fortfasching vom Feinsten. Fortfasching vom Feinsten, so. Ja, dafür lebt man doch. Ja, wir müssen das eigentlich irgendwie fotografieren, hat man da irgendwie. Der hat uns eine Kamera mitgegeben, der dolle Hecht. Ja. Aber weißt frag du, mich wer nicht. Das war? Ja, irgend so ein Künstler in vom Strip. Kodak, der von Mr. House, geil. Awesome. Aber jetzt schon Fotos? Ich habe keine Ahnung, das klingt ja als würdest du Golfball auf den Tisch flößen lassen. Musst du da irgendwie das richtige. Aber das ist doch nicht Haupt, das ist das Schild, oder? Ach ja, stimmt, das da. Ja, ja. Stimmt. Weil der macht doch so Werbeschilder und so für stimmt, Mr. House. Unser Michelangelo-Werkstatt genau waren so. Wir da. Unser Michelangelo. Ach Mensch, Robert, wenn wir dich nicht hätten. So. So, na dann knipst den Spaß mal. Ja, darfst auch ein bisschen großer. Ja, mach mal so das Boon damit davor ist. Das ist doch cool. Ja, genau. Noch einen Schritt zurück. Wenn das kein tolles Motiv ist, dann nimmst du jetzt auf. Ja, ich habe keine Ahnung. Musst du gedrückt halten? Da musst du vielleicht noch einen Film einlegen. Lad die mal nach. Nee, ich tue die ganze Zeit schon. Nee, das ist schon ein Foto. Achso. Also sonst würde vielleicht meinen die nicht das Schild. Weil dort hinten ist auch noch eins. Vielleicht gibt es irgendwo ein großes Schild oder so. Weil ich habe jetzt hier schon irgendwie, ja, gut 10 Fotos verballert. Aber das. Ja, wir können ja zurückkommen, wenn der Film alle ist. Achso, hat er gesagt. Ja, hoffe ich. Das ist aber gleich ein Problem. Ah, vielleicht die Flasche oder so. Da guck doch mal ins Questlog. Vielleicht steht ja einfach da, was wir fotografieren sollen. Ich glaube das Schild an der Flasche. Das wäre natürlich viel zu obvious. Die Riesenflasche, ja. Gut, okay. Also, fotografieren Boon mal. Ja, ein bisschen, ist ja gar nicht drauf, da ey. Da musst du schon ein Stück zurückgehen. Sind wir noch nicht drauf. So, das hat geholt. Wollen wir da jetzt gleich mal reingehen? Wir warten hier nämlich noch. Ja, na, auf alle Fälle. Also bevor wir da jetzt wieder abdrehen und den ganzen Spaß hier vergessen. Ich glaube, das haben wir auch extra deswegen gemacht, dass wir uns hier mal so noch ein paar Dinge angucken können, die wir uns bis jetzt noch nicht angeguckt haben. Na, dann mal rein hier in die gute Stube. Na, genau. Ja, ja, so läuft das bei uns im Auenland, Baby. So und nicht anders. Juhu. Hallo? Ich habe so die Hoffnung, dass wir hier mit jeder Menge Sunset Sarsaparilla rauskommen. 3 schon mal meine Erwartungen übertroffen. Ein großes versenktes Buch. Ventilator. Da waren Korken. Wo? Da! Unser Debel. Während Boon wieder einen Arsch will. Wo ist denn der? Ich weiß nicht. Boon feuert auf den Schreibtisch. Ich glaube, der ist über dir. Oder hier dahinter. Oder das. Ne, ich glaube da oben, da könnte er schon sein. Juri! Warum sind denn so Fabriken immer nur Roboter drinne? Ja, das ist der! Der Festus! Festus, wer es wäre. Sarsaparilla! Sarsaparilla!
Ich bin ja froh, dass sie E statt I genommen haben. Ja, wollen wir oder wollen wir nicht? Ach klar, lass mal ein bisschen plaudern. Ja, wir machen jetzt hier mal eine kurze Aufnahmepause und sehen und hören uns gleich wieder. Ja, und da sind wir wieder. Wir hatten gerade ein kleines Essen und es geht weiter. Also mir gefällt der Typ. Ich würde aber gerne Informationen über die Sternkorken mal haben, weil irgendwas müssen wir dafür auch mal kriegen. Ist richtig. Ein bisschen langsam redet er. Ich würde mal einen Quicksave machen. F5, weil wenn wir jetzt tatsächlich F5, ja. Wenn wir jetzt einmal die Sternkorken einlösen würden und da irgendeinen Scheiß rauskriegen. Kann man ja sagen, gut, wir behalten die erstmal. Genügend Sasa Sarsaparilla. Nee, Sasa Sarsaparilla. Sunset Sarsaparilla. Sarsaparilla. Für einen Preis zu. Also, wenn es so weitergeht, Robert, dann ist nach dem ersten Glühwein hier Schluss. Gut. Wie viel kriegen wir denn jetzt für die, die wir haben? Ja, das hat man schon. So, Freud. Achso. Und dann steck mal in den Schlitz. Alles? Hä? Ja, bla bla bla. Achso, jetzt geht es mit den Scrollen wieder nicht. ich probiere mein Glück, das war dieses. Dieses komische Spiel, was wir nicht kennen. Hä? Habe ich jetzt irgendwas verpasst bei den Sterninformationen? Ja, das hatten wir. Ja. Ha, nee. Mehr sagt er nicht, ja. Komisch. Blöde. Also was er mit den Karten will. Blöde alte Warnung. Es tut mir leid. Das habe ich nicht verstanden. Könnten Sie es wiederholen? Gut. Also. Gut, das sagt er jetzt immer. Wollen wir noch hier eine Runde Lucky Horse oder wie? Ja, probier's. Ich meine, wir haben ja gespeichert. Also abgespecktes Blackjack. Habe ich sogar verstanden.
Auch wenn man bequem auf seiner 21 sitzt, kann man von Fortuna immer noch abgeworfen werden. Aber genug geredet. Gut, Jetzt müssen wir auch eine Runde spielen. Ja, Mann! Da. Okay, müssen wir jetzt nochmal. Ich probiere mein Glück und dann. Lucky Horseshoe. Also, ist. Blackjack. Muss man jetzt bei den Punkten nochmal helfen? Was war? Asse waren alle 1. Und dann 2 bis 10. 2 bis 10. Und Dame und Könige gibt's nicht? Bube, Dame, König ist nicht. Achso. Na, dann zieh mal. Wir haben hier wohl eine 7-Partner. Sie schlagen sich gut, aber Festes ist noch nicht draußen. Das hätten sie ein bisschen schöner animieren können, finde ich. Ich hatte mir auch gedacht, dass so ein bisschen eine Animation kommt, aber das ist ein bisschen. Ja, zumindest bei den Roulette kann man, ne? Naja. Also 8. Also er hat 9, wir haben 8. Ja. Dann ziehen wir noch, oder? Ja, auf jeden Fall. So, bei 12, da können wir nochmal ziehen. So ist er bei 9. 12 und 9. Na, noch einmal. Auf jeden Fall. Das gibt's nicht, ne? Hä? Haben wir nicht schon verloren? Ja. Beenden. Achso, wir können nicht mehr weiterziehen. Er kann jetzt noch gleich ziehen, oder was? Doch, wir können ja trotzdem oben auswählen, oder? Ich halte jetzt. In Ordnung, Partner. Jetzt muss ich wohl aufholen. Der alte Festus wird ziehen. Ich habe hier Sie halten also noch fest. Der alte Festus. Ich habe hier wohl Festus. Hast du jetzt mitgezählt? Nee, ich glaube bei 14. Haha! Wir haben nur gewonnen! Ja! Der alte Festus war eben einfach. Wenn Sie nochmal spielen wollen, dann sagen Sie nochmal spielen. Karo 4, Tops! Ja, und das gibt doch diese Karten, die man sammeln kann. Gut, der alte Festus. Sein eigenes Deck zusammenzustellen. Der alte Festus geht noch ein bisschen auf den Sack. Ja, dann nimm die Flaschen wenigstens noch mit. Die sind alle leer. Ja? Ja, obwohl es so aussieht, als wäre da ein Korken drauf, ja? Aber ist es nicht. Na dann lass mal. Na gut, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Das sind Lampen. Sind hier volle dabei? Auch alle leer. Was ist das hier? Kommen so Brauerei, sind alles leer. Toll, gehen wir hier durch. So ein Scheiß. So, wer will hier Beef? Welche Waffe war denn ganz gut gegen diese Roboterviecher? Ich denke, die passt schon. Meinst du? Ah, hier wurde jemand vaporisiert. Da hatte Korken dabei. Ist egal. Naja, zumindest war. Wahrscheinlich haben sich hier Drogenjunkies gesammelt. War, die. Na, irgendwas, Impulsmine oder so waren gegen die Viecher. Ach so, naja, gut, aber dann. Aber. Da jetzt erst eine Falle zu stellen. Eben. Selbst den Hirnschmelzer müsste man jetzt da irgendwie. Also der hier irgendwie. Was? Dieser Obergott, der mit dem Gehirn dort. Ich dachte schon, du bist jetzt bei Stalker gelandet. Ja, war hier auch kurz so. Die eine leere Spritze kann man auch noch mitnehmen. Wozu? Daraus kann man Stimpak machen. Wann haben wir das gemacht? Ja, ist schon ein bisschen her. Kaputter Versandarbeiter. Leer. Na, den kriegt man wahrscheinlich leer. Nicht wieder flott. Hier drüben geht's nicht weiter. Gehen wir mal hier durch. Juri! Die gehen ja immer irgendwie ab. Warum rennt Boon denn mit einer Machete rum? Er spielt Machete. Oder Machete. Im Machete. Deutschen. Ich finde das irgendwie im Deutschen klingt das doof. Ich finde im Englischen klingt es doof. Was, Machete? Ja. Hey, was ist denn los mit dir? Da vorne.
Sister? Es war aber Huberts Verdienst. Nein. Doch, du warst in dem Raum noch nicht drin. Du warst in dem Raum noch nicht drin. Du warst in dem Raum noch nicht drin. Ja, ich will die erstmal flattern. Das Altmetall hätte ich da lassen können. Ja. Da hat man mal ein bisschen Gewicht gespart und schon nimmst du den ganzen Müll mit. Ist gut. Ist schlimm mit ist dir. Ist gut. So, wir sind guckst dir den Raum noch an und dann sind wir alle happy. Happy Flappy, das lade ich jetzt mal alles da. Den Scheiß, so Mülleimer ist leer und hier klingelt es wieder bei dir. Echt verrückt, ne? Ich bin ein gefragter Mensch. Ich lasse euch mal kurz allein. Ja, ich mache hier mal weiter. Gut, hier ist nicht mehr viel zu holen. Dann beende ich jetzt mal alleine diese Folge. Sage tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Fallout New Vegas. Bis dahin, haut rein.